Wir spielen mit euch, wir sind in Malchior Sprung unterwegs, beziehungsweise eigentlich noch in der 80er-Story und genau die werden wir heute weitermachen. Und was ihr da so erlebt und was wir da so erleben, das erfahrt ihr jetzt. Viel Spaß! Ich bin auch nicht alleine, die Susi und die Nadine sind mit dabei. Übrigens, falls es in der Folge zu ein paar Lags kommt, irgendwas stimmt nicht. Also ich habe so das Problem, dass ich ein paar Frame-Einbrüche habe heute irgendwie. Also dann nicht wundern, das ist nur ein temporäres Problem, glaube ich. Und wir sind unterwegs zum Vorstoß ins Herz Ors. Das ist der nächste Abschnitt, der auf uns wartet. Und solange sich die Lags wie jetzt hier in Grenzen halten, lasse ich da weiterlaufen, ansonsten gucke ich da mal, was das ist. Aber im Moment geht's. So, dann wollen wir mal. Übrigens, sorry, falls ihr letzte Woche sehnsüchtig auf ihr Spiel mit euch gewartet habt und es kam keins. Ich war einfach beruflich so eingebunden, dass ich es nicht geschafft habe. Aber wenn man überlegt, dass das in 40 Folgen nur ganze zweimal vorgekommen Gerade ist, rechtzeitig. ist schon ganz gut. Wir haben die Umgebung gesichert und befestigen derzeit die Höhle. Nach eurem jüngsten Sieg sind Saitans Streitkräfte geschwächt. Der Drache spürt uns näher kommen wie ein Dorn, der sich ihm tiefer ins Fleisch gräbt. Jetzt wissen wir, dass Saitan nicht nur Wut, sondern auch Angst verspürt. Seine Zeit in Tyria nähert sich dem Ende. Tapfere Worte. Lassen wir sie wahr werden. Kommt mit. Die anderen Kommandeure sind drin. Freut ihr euch auch schon, darauf, Saitan Seitan hier in den Hintern zu erobert die treten? Plateaus. Wir sind immer noch dabei, die letzten Orianer hier zu beseitigen. Also ich freue mich ja darauf, wie Bolle, Seitan in den Hintern zu treten. Das ist total spannend. Sorry, liebes Aenet-Team, aber das kann ich mir nicht verkneifen. Die Story ist so großartig von Guild Wars 2. Aber mit dem Ende der 80er-Story habt ihr euch echt einen Bock geschossen. Ja, das ging mir gerade auch so. Oder habe ich ein DC? Nee. Nee, ich konnte auch nicht. Okay. Das ist quasi ein Fake-Arm. Ich stimme zu. Aber ein Angriff zu Lande führt dorthin, wo der Drache am stärksten ist. Von See her machen wir mehr Schaden. Marshall, wir haben den Kontakt mit dem Artefaktsuchertrupp verloren. Ich will einen Suchtrupp losschicken. Ich verstehe. Kommandeur, habt ihr kurz Zeit? Oh, jetzt muss ich wieder entscheiden, oder? Warte, ich suche schon mal die Münze. Ich glaube, sie kommen aus der Gruppe von Prinz Al-Hasred. Zu Lebzeiten galt Al-Hasred als grausamer, brutaler Mann. Aber das hat sich geändert. Leute, verteidigt das Lager. Zu den Waffen. Ach, das Gerödel hier. So, Münze ist gefunden, jetzt kann ich auch verteidigen. Wir machen es mal à la Two-Face, wenn wir irgendwas entscheiden müssen, wir werfen die Münze. Ja. Apropos Two-Face, wer auf Batman steht, mal bei uns im Kanal gucken. Wir zeigen im Moment die komplette Batman-Serie von Rocksteady und sind mittlerweile ja so ziemlich in der Mitte von Arkham Asylum angekommen und das ist auch so ein Spiel, was man sich wie einen Film angucken kann. Großartig inszeniert. Die haben auch nichts drauf, außer Zahnbelag, die Jungs hier, ne? Meint, das ist noch nicht vorbei. Ja, nee, jetzt kommen sie noch vom Wasser. Okay.
Oh, aua! Alter, die haben ja alles auf mich gelegt, die Kleinen. Nee, guck mal hier, die sind alle tot. Die haben einfach mal alle Damage Fields an einen Ort gelegt und dummerweise standen da halt auch alle. Dementsprechend hat er der Schaden hat gesteckt und dann dementsprechend richtig Aua gemacht. Ja, sind die ganzen NPCs, die sind ja alle eben auch umgekippt, weil die auch voll drin standen. Es lebt hier keiner von denen. Ich habe bestimmt schon vier aufgehoben. Ja, die waren schon wieder tot. Oh, jetzt kommt irgendwie so ein Fürst. So möchte gern Bimbo Chef Anstupser Typ. Oh, alle wieder da. Tötet es, bevor es Eier legt. Ja, hier den Zeitschleife liegt unter Boss. Also ich kann da noch schneller retten. Alles geht mal zwei. Dachte ich, die ganze Geschwindigkeit. Und tschüss, sehr schön. So, wo ist denn hier Traherne? Bleibt doch mal stehen. Ich soll aber eigentlich nur mit Marshall Traherne sprechen, deswegen verstehe ich jetzt nicht ganz, warum die alle jetzt so Dinge beim Kopf haben. Ach, nee, jetzt muss ich entscheiden. Und das Doofe ist, es sind halt drei Sachen, die ich entscheiden kann. Also wir können entweder entscheiden mit, ich kümmere mich um Seitans Flotte, ich begebe mich auf die Suche nach dem vermissten Einsatztrupp oder ich rücke dem Drachen mit den Panzern auf die Schuppen. Mädels, sagt mir mal eins, was wir davon ausschließen, dass ich nur noch zwischen zwei die Münze werfen muss. Lies nochmal vor. Ich kümmere mich um Seitans Flotte, ich begebe mich auf die Suche nach dem vermissten Einsatztrupp oder ich rücke dem Drachen mit den Panzern auf die Schuppen. Eins davon einmal ausschließen. Das erste. Also die Flotte da lassen wir außen vor. Was meinst du, Susi? Gut, dann werfen wir die Münze zwischen Einsatztrupp suchen und mit Panzern einrücken. Ich würde sagen, den Einsatztrupp suchen wir bei Zahl und die Panzer fahren wir bei Kopf. So, Münze fliegt. Und hopp! Jetzt bleibt's auf der Kante stehen. Nee, es ist Zahl. Was hatte ich gesagt? Zahl ist der Einsatztrupp, gell? Suchen. Hab diesmal extra eine 2-Euro-Münze genommen, die ist ein bisschen größer. Da erkenne ich das auch auf die Entfernung, wenn ich zu weit geworfen habe. Soll ich dir meine Brille leihen? Nur mein Schreibtisch ist groß. Oh. Was ist jetzt? So, erstmal hier die Belohnung auswählen. Da gibt es ja gutes Zeug schon wieder. Und dann können wir raus hier und müssen zum Garten von Ilya. Wo ist denn der Garten von Ilya schon wieder? Denk mal, dass man es dir anzeigt. Ja, dafür muss ich aber erstmal. Jetzt bin ich draußen. Sehr gut. Der Garten von Ilya ist. Ach, hier. Falscher Sprung. Ja, der ist auch hier in dem Land. Da müssen wir auch hinlaufen, weil irgendwie ist da keine Wegmarke dazwischen, die frei wäre. Kämpft die eine, ja. Warte mal, hier ist eine, die ist nicht umkämpft. Vermodertes Gewölbe. Ja, aber das ist von hier zu laufen, glaube ich, schneller. Außerdem ist hier unterwegs nach Holz, das kann man auch mal schnell mitnehmen. So. Ich muss demnächst mal außer der Reihe einen Berufe-Spezial machen, glaube ich. Weil das ist ja für die Mitläufer nicht so spannend. Aber mein Lager ist langsam voll und so.
Richtung gelaufen. Ja, wenn ich die Distanz aber aufmache, dann müsstest du ja auch dich reinporten können. Ja, stimmt. Jäger und Gejagte. Ich hoffe ja, dass wir die Jäger sind. Gejagte ist nicht so schön. So. Und nu? Ah. Ich bin wirklich froh, euch zu sehen, Kommandeur. Selbst mit den Paktsoldaten hier habe ich Angst. Dieser Ork lässt meine Ohren zucken. Was habt ihr von Orr erwartet? Seid froh, dass eure Ohren noch zucken. Und erzählt dem Kommandeur von dem vermissten Trupp. Entschuldigt, Kommandeur. Unser bestes Aufklärungsteam ist lang überfällig. Wir glauben, dass sie noch leben, aber... Natürlich leben sie. Sie haben Fergen. Der beste Spurenleser aller Zeiten. Und seine Überlebenskünste sind legendär. Er hat den Trupp sicher gerettet. Aber wir müssen sie noch finden. Ich kann der Spur folgen. Mir nach. Durchkämmen wir das Gebiet. Immer wenn ich durchkämmen wir das Gebiet oder die Wüste höre, muss ich hier an Spaceballs denken. Und an die riesigen Kämme, die da ausgepackt werden. Ja. Beste Szene im Film. So, wer Hinweise findet, ne, darf schreien. Ich dachte, der darf sie behalten. Noch einer. Sieht aus, als hätte man ihn in Stücke gerissen. Nein, da war er schon tot. Jemand hat ihn erst mit seinem eigenen Schwert durchbohrt. Also, diese Mission ist verflucht. Der Trupp ist wohl tot. Können wir nicht zurückgehen? Nö. Nicht bevor alle gefunden sind. Ich will nicht glauben, dass Fergen sie sterben ließ. Ja, und nu? Wo ist denn dieser Kreis? Ach, der ist hier draußen. Da lebt noch einer, da lebt noch einer! Pfeile in beiden Beinen. Kann sich nicht bewegen. Schon gut. Wir sind ja da. Haltet durch. Wir bringen euch heim. Nein. Lauft. Falle. I. Ah, wobei, so I sind die gar nicht. Die habe ich bei mir daheim in der Bude auch. Wie, warst du schon? Na, laufen wir weiter. Ja, wir müssen... Ja, was ich gerade... Wer oder was jagt? Hm. Ah, hier müssen wir hin. Tag, guten Tag. Was kannst du mir was erzählen hier, Kollege? Fergen. Die Auferstandenen haben ihn sich zuerst geholt und ihn zu einem von ihnen gemacht. Dann begann er uns zu jagen. Er ist unaufhaltsam. Ein Monster. Ich bin die Einzige, die übrig ist. Falls er mich holt, sagt Torhörn, was wir gefunden haben. Erzählt ihm von dem Großfeuerkessel. Seitans Armee hat einen Großfeuerkessel? Wie der, der Askalon zerstörte? Genau. Treherne muss es erfahren. Aber wir kommen hier nie lebend raus, wenn Fergen uns auf der Spur ist. Er wird nicht was? Macht schon! Was wird Fergen nicht tun? Was stimmt nicht mit euch? Oh, da ist umgefallen. Ja, was ein Weicher, ey. Ja. Oh nein! Hier, da ist der auferstandene Ferguson.
Ja, und zwar auch verdammt schnell. Zeitschleife kommt jetzt. Liegt. Das ist schon beeindruckend, wie schnell das dann geht, ne, mit so einer Zeitschleife. Flupp, fertig. Ja, wir sind ja auch cool. Ja, nu? Oh. Hä? Nochmal? Wieder nochmal eine Aufstandsfolge hier. Ah, Mann, ey. Nee, der ist halt untot. Da steht man halt wieder auf. So, damit sind wir hier fertig und können uns vor der Dreifaltigkeit. Waren wir ja lang nicht mehr. Ah, da ist er wieder. Ja, natürlich. Schnell laufen ist immer gut. Also, ja, noch. Bei mir dauert es noch einen Moment. Ja, kein Thema. Du musst deine nächsten Map links abbiegen, dann die Map drüber nehmen und die nächste Map auf der rechten Seite ist unsere Map, wo wir jetzt drauf gewechselt sind. Der fragt mich, ob ich auf eine neue Karte will. Das meinte ich damit. Okay. Ich fand nur meinen Ausdruck davon klang cooler. Ja. Aus den Nippel und durch die Lasche und. Ja, ja, genau. Also ich sehe ja schon den Bildschirm. So, vom Ladebildschirm des Todes in den Ladebildschirm des Todes. Das ist schön. Hast du immer noch Ladebildschirm? Ja, das ist jetzt ein zweiter. Nein, ich stehe vor dem grünen Ding irgendwo in der Gegend. Ja, Alter, du stehst bei mir in der Wegmarke noch. Ich? Ja, da... Ich stehe hier schon vor dem, ja, aber ich habe immer noch Ladebildschirm, ich schwöre. Gibt's doch nicht. Alter, ich bin schon seit 5 Stunden hier raus. Was ist da los? Wir sind beide schon. Was? Wir haben schon so lange gedreht. Ich bin da zugeflogen. Oh, ja, schon 5 Stunden. Das ist aber dann heute eine lange Folge. Fühlt. Oh, Mann, ey, das ist ja schlimmer wie der WVW-Ladebildschirm-Bug. Vielleicht machst du einen Cut zwischendurch. Ah. Und lädst nochmal neu. Neuer Versuch. Warte, nee, Fahrstuhlmusik. Dim, 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 dim. Ja, aber jetzt mal ehrlich. Meint ihr nicht, dass Jeopardy die vom Fahrstuhl geklaut hat? Weißt du, da war der Regisseur von Jeopardy, ja? Der sich das ausgedacht hat. Der war im Einkaufszentrum unterwegs und stand im Fahrstuhl. Und dann lief diese Musik und dann wusste er, ich muss Jeopardy machen. Genau. So war das damals. Bin ich mir ganz sicher. Aber das ist trotzdem scheiße mit dem. Was ist denn das jetzt hier? Kann ich jetzt mal vielleicht hier weiter oder? Ich würde mal die Aufnahme so lange pausieren, warten bis du raus bist und dann entweder schneiden oder diesen Teil wirklich mit Fahrstuhlmusik unterlegen. Oh, Mann, ey. Du könntest doch einfach. Kennt jemand von euch einen guten Witz? Wir können ja so lange Witze erzählen. Ah, jetzt bin ich da. Guck mal, da bin ich. Das wollte er nicht, dass wir Witze erzählen. So. Dann mache ich mal die Instanz auf, dann habe ich nämlich gleich wieder einen Ladebildschirm. Da können wir doch noch Witze erzählen. Pass auf, jetzt und... Wir tanzen dabei. Next Lage, Ladebildschirm incoming. Jäger und Gejagte. Aber immerhin gibt es mal ein neues Bild für die Zuschauer, das hat ja auch was. Also ich bin schon da, und du?
Ja, ich nicht. Jetzt bin ich da, das ging schneller. Gesagt, die wollten uns vielleicht nicht sehen, ja. Nee, nee, der hat sich verlaufen zwischen den verschiedenen Map-Instanzen und das. Der musste erst die richtige finden. Willkommen zurück, Kommandeur. Habt ihr den vermissten Trupp gefunden? Sie waren auf einer wichtigen Mission. Das habe ich. Sie haben entdeckt, dass Saitan Zorda einen Großfeuerkessel hat. Diese Entdeckung kostete sie das Leben. Ich bin es leid, unsere Besten und Tapfersten zu begraben. Aber ihr Opfer könnte der Schlüssel zum Sieg sein. So eine Waffe könnte den Ausgang des Krieges ändern. Es ist wichtig, dass wir den Kessel erobern, bevor Saitans Diener ihn einsetzen können. Ihr müsst eine Mission zu seiner Erringung führen. Geht runter zum Luftschiff, Doc. Pilotin Güreschrei steht mit einem hochmodernen Kampfanzug bereit. Larantias Extraktionsteam wird euch hineinfolgen. Nutzt den Anzug, um ihnen den Weg frei zu machen. Und sie werden sich mit euch am Kessel treffen. Hört sich lustig an. Aber als allererstes werde ich jetzt mal meine Rüstung einfärben. Die ist nämlich nicht mehr konform. Und wenn die Anna das sieht, dann kriege ich wieder Mecker. Deswegen werden wir da gleich mal... Nee. So, und ich habe da ja meine Standardfärbung. Wo ist es denn? Weiß brauche ich erstmal. Oh Gott, oh Gott. Alte Frau. Wer? Hier, ich. Zumindest fühle ich mich heute so. Halte ich für ein Gerücht. Oh, doch. So, jetzt sieht es auch schon wieder viel besser aus. Ach so, shit, jetzt kriege ich hier neue Rüstung und dann. Oh. Das ist immer doof. Ja, dann nochmal von vorne. Hm? Vielleicht erstmal die Inni machen, Mann. So, jetzt muss ich noch einmal einfärben, dann habe ich es geschafft. Weil die Schultern sehen jetzt nicht konform aus. Die Olscher, ich finde, das sieht eigentlich... Ah, doch, die passen. Geht. Fast, das Weiß ist nicht ganz richtig. Warum ist Team Face hier eigentlich da so, auf Kuschel so? Was ist mit Team Facey? Ach, der hat sich an dich rangemacht. Hast du das nicht gesehen die ganze Zeit hier? Er hier. Ach so, dein Pet heißt ja so. Ah, ja. Ja, aber er merkt, dass ich Kuschel... Dingenskirchens Brauch. Kuscheleinheiten. Ja. Streicheleinheiten. Ich bin so auf Entzug, weißt du, dass das ganz schlimm ist. Und alle Therapieplätze sind voll. So, wo geht denn das da rein? Ach so, genau, wir müssen jetzt in die Instanz reingehen. Und dann ist da der Eingang, so war das. Warum man hier dieses Castel Aval instanziert hat, verstehe ich zwar auch nicht, aber gut. Die werden sich dabei was gedacht haben. Ja, nur was, das wird vielleicht nicht immer klar. Ich glaube, die Folge heute nennen wir, sind sie nicht schön, diese Ladebildschirme? Hä? Aber irgendwie... Der Ladebildschirm des Todes, irgendwie bist du sicher? Nee, ich glaube, wir müssen doch nicht hier rein. Ja, schöner Mist. Gehen wir wieder raus, aber das ist ja komisch. Ich dachte immer, der Eingang zum Luftschiff wäre da drin gewesen. Na gut, dann laufen wir halt andersrum. Ach, guck mal, hier kann man auch langlaufen. Ach ja, der ist schön. Immerhin ist die Ladebildschirmzeit jetzt wieder in einer Norm. Oh, du hast auch den schönen Vogel. Ja, ich habe auch einen schönen Vogel, genau. Ihr habt doch alle einen Vogel. Natürlich. Yep. Luftlandung. Eher nach Bruchlandung aus, so wie das Bild. In erster Linie alt sind. Na gut. So. Klingt aber nicht so lustig. Oh, ist das die Endmissi hier? Hm? Nein, oder? Oh oh. Nein, nein. Oh, guck mal hier, ich habe einen geilen Anzug. Sexy. Wer will kuscheln? Ich bin ganz groß. Team Facey möchte kuscheln. Ah. Ich bin meine
Englisch, Kommandeur. Sieht denn episch aus, oder? Ihr dürft den fiesesten Kampfanzug steuern, der je in Seitans Hinterhof gebaut wurde. Solltet ihr auch. Ich habe Großartiges darüber gehört. Ich kann kaum erwarten, ihn auszuprobieren. Warum habe ich mich jetzt umgefärbt? Ich habe ihn mit den besten Waffen des Pakts ausgerüstet. Ja, die Rüstung nicht so richtig. Ja. Offensiv und defensiv. Alles verpackt in Deldrimor-Stahl. Man sieht ja meine sexy Rüstung jetzt gar nicht. Ich bin ein Teleporter, der auf fortschrittlicher Inquestur-Technik beruht. Ihr seid eine wandelnde Mordmaschine. Ich bleibe hier oben und behalte jeden eurer Schritte im Auge. Markiert eure Ziele mit Rauchgranaten, dann regnet es feurigen Tod. Da kommt die Landezone. Nach der Landung gebe ich euch über den Fernmelde-Gulim das Neueste durch. Viel Glück. Grüßt Seitan von mir. Ja, ja, ich werde es ausrichten. What the fuck? Ja. Oh. Schön, dass du schon unten bist. Wow. Wow. Ja, wo seid ihr? Ah, da. Kämpft doch mit hier. Was müssen wir jetzt hier machen? Ah, erstmal alles töten. Welche Ziele? Ja. Schon getötet. Welche Ziele markieren, ne? Ich kann mich da nicht dran erinnern, ja. Ich auch nicht. Oh, oh. Das wird übel. Da haben wir keinen Anzug? Ich hätte gern so einen Fallwagen. Ja, ne? Da kommen wieder welche. Hallo, kommt her, Freunde. Oh, noch mehr. Aber ich glaube, die geben keine XP. Das ist voll schade eigentlich. Ich werde euch alle vernichten! So, aber ich finde dann langt's auch an Gegnern, das wird doch langweilig. Oh, jetzt kommen die harten Jungs. Werden sie größer. Ey, wenn ich schubst. Oh, wenn die alle XP geben, das wäre so toll. Ja, ne? Ich würde behaupten, erledigt. So, wo sind die nächsten? Ach, da hinten. Oh. Osten hast du gesagt. Wow, Alter, wird man ja blind bei. Geil, oder?
Das ist mein Special Effect. Ich bin nämlich eigentlich. Ich bin eigentlich gar kein. Das ist eigentlich gar kein Kampfanzug. Normalerweise bin ich als Lichteffekt in der Disco eingesetzt. Nur heute muss ich mal. Da wieder, hier. Gar nicht aufgefallen. Nur wir drehen ja immer mittwochs, da die Disco geschlossen, deswegen hatte ich zufällig mal Zeit. Hier nochmal. Oh, und immer noch mehrere Gegner. Sag mal, wir müssen doch bald mal Seitans komplette Armee erledigt haben, ey. Oh, immer noch welche, das gibt's doch gar nicht. Da muss ein Mist sein. Ja. Aber die Light-Effekte sind cool. Naja, also mir tut das eigentlich nur in den Augen weh. Oh, langsam nervt's, ey. Und am Ende stellen wir fest, ah, wir hätten einfach nur einen Schalter drücken müssen, dann kämen, wären keine mehr gekommen oder so. Ja. Oh, ein Riese! Ja, der liegt schon. Aber da ist unsere Verstärkung, glaube ich, hier. Ja, aber die Verstärkung ist da. Ah, guck mal, hier taucht das erste Mal Larant hier auf. Der Larantir. Servus. Grüezi. Wie wird er mich wieder sagen? Servus. Beeindruckend, Kommandeur. Ich hoffe, ihr lasst uns ein paar übrig. Aber so geht's auch. Solange wir den Kessel haben, habt ihr euren Teil erledigt. Ist er sicher? Sicher und bereit für den Einsatz. Unsere Offensive hängt an der Kathedrale des frischen Grüns fest. Ich hoffe, wir können den Widerstand dort brechen. Ich war auch erst besorgt. Seid es nicht. Marshal Traherne hat mich überzeugt, dass das Risiko annehmbar ist. Ihr habt natürlich recht. Unsere Hexe haben mehr Kontrolle als die Schamanen der Flammenlegion damals. Jeder Schaden an Orr trifft auf Saitan. Ich lasse den Kessel in euer Schiff laden. Ihr habt das möglich gemacht. Also solltet ihr die Ehre haben, ihn zu entzünden. Trefft uns am Ziel, wenn ihr bereit seid. Mach mal. Dann hin da. War flott jetzt. Aber ich bin ja schon unterwegs. Stückisch. Kann man eigentlich gleiten mit dieser? Nein, kann man nicht. Nee, nee, nicht. Oh, 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 das war aber knapp. Aber ich hab's überlebt. Ja. Das ist mir gerade auch nochmal eingefallen, dass das vielleicht ungünstig wäre, hier jetzt komplett runter zu springen. Ach, Quatsch! Bis als Hafen, wie damals in Game of 1. Wir ziehen immer alles auf einmal und immer nur mit der Hälfte der Lebenspunkte. So, sind noch alle dahin. Oh je, das ist echt so lang. Warte mal, ich kürze nochmal ab. Den direkten Weg? Ja klar, den direkten Weg, dann. Gute! Hallo?
Ja, ja, kein Thema, ich mach das. Ich hätte gern einen Tank. Bin durch, dann nur noch mal. Au, die machen schau mal Schaden. Oh, 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 ich habe irgendeinen Erfolg bekommen, habe ich gesehen. Ich bin fast tot. Ja, ich habe mich nochmal retzen, heilen können. So, die Armee ist erledigt. Ich sollte ja eigentlich nur durchbrechen, dachte ich, ne? Ja, wo sind sie denn? Kommen die mit? Jetzt hier gern. Kommen die mit oder was? Ja, sieht so aus. Jetzt muss ich gleich mal gucken, was das für ein Erfolg war, den ich da gerade bekommen habe. Das war wahrscheinlich, ihr seid nicht nur durchgebrochen, sondern habt die Armee ausgeschaltet oder so. Das war Meisterin des Hammers, nur weil dieser Anzug einen Hammer hat. Sehr gut. Oh, ein cooler Rücken. So, warte mal kurz, ich muss mal kurz hier was umbauen. So, erledigt. Wo müssen wir jetzt hin? Trefft euch mit Larant hier aus der Wildnis auf der Wintertoten-Geläutinsel. Irgend so eine scheiß Insel. Wo ist denn diese Insel? Hier raus? Ja. Gehen wir mal raus hier. Wird er dir dann bestimmt anzeigen? Ne? Ja. Manchmal zeigt das halt auch an, wenn man noch in der Instanz ist. Oh, Ladebildschirm. Dum 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 dum. Dum 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 dum. Dum 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 dum. Ah, jetzt. Ist ja schwarz sogar, ist noch nicht mal hier. Also, ich bin einfach in einer anderen Instanz, meine ich, an der Karte. Da müsst ihr halt zu mir kommen. Du fliegst einen Umweg, ja? Nee. Gott, die sich verklickt. Okay, also am schnellsten ist das, glaube ich, wenn wir Wegmarke Pagger nehmen und von da rüberlaufen. Ja, dann müssen wir aber wohl zwischendurch mal kurz Holz abbauen. Nee, das haben wir die letzten drei Folgen schon gemacht. Das wird langsam langweilig. Das haben wir jetzt schon genug gezeigt. Da hast du schon was in Malchursprung, definitiv. Weil den hast du mit uns gemacht, den Malchursprung. Also bei mir wird das jetzt auf einem Echo der Vergangenheit, ist bei mir jetzt eine Stelle, wo... Ja, aber du kannst von Pagger gerade rüber portalen zu dem Land. Ach
Ach, da bist du. Okay. Ich bin ins nächste Land gesprungen, weil es einfach... Habe ich nicht gefunden. Ja. Hm? Weil es der nächste Punkt ist an dem Ganzen. Ich wusste jetzt auch nicht, wo das Tor ist, wo man rüberlaufen kann. Direkt nebendran. Du läufst einfach von da... Wo laufe ich jetzt überhaupt richtig? Warte mal. Nee, ich laufe nicht richtig. Du läufst da rechts hoch. Weiter westlich war nämlich noch ein Tor, war noch eine Wegmarke dichter an dem... Wobei, warte mal. Der schickt uns wo ganz anders hin. Ah, guck mal an, es geht jetzt in das an nächste Land. Wir gehen jetzt in wie heißt der noch gleich? Ja, sag ich doch. Es geht in die Flugküste. Also bei mir wird die Wegmarke Dorik, die ist aber umkämpft, angezeigt als nächstes beim Durchgang. Nee, Flugküste müssen wir. Da haben wir allerdings noch nichts gemacht in der Flugküste. Das heißt, wir müssen ein Stück laufen. Aber ist ja kein Thema. Also ich würde sagen, wir treffen uns am besten Eingang Flugküste. Anreise auf eigene Mittel. Wo denn? Direkt da musst du durchs Portal laufen. Das wird dir auf der Karte grün angezeigt, also von der Story her. Ach, von der Story her, alles klar. Ich habe Wegmarke gesucht, wo ihr durch seid. Noch nirgendwo. Ja, ich bin jetzt gleich an der Wegmarke zum Altiersprung. Nicht an der Wegmarke, am Portal zum Altiersprung. Ich sehe es schon. Das sind auch nur unwesentlich Mobs davor, vor diesem Kackportal. Ja, aber ich sag mal, da du die ja alle schon irgendwie einmal kurz gezogen hast... Habt ihr es einfacher, ne? Genau. So, die Flugküste. Das Schlussland im Prinzip des Basisspiels. Zumindest was bei der Ersterscheinung erschien. Und wo ist es jetzt hier? Ach, das ist da hinten. Das ist doch irgendwo dieser eine Tempel da. Naja, laufen wir da mal hin und nehmen alles, was wir unterwegs finden, mit. Denn jetzt machen wir erstmal die 80er-Story fertig. Das Land hier, die Flugküste, machen wir dann halt als nächstes, wenn wir mit der Story durch sind. Wir haben ja noch einige Länder. Und für alle, die letzten Folgen nicht gesehen haben, da habe ich ja erklärt, wie es denn jetzt dann weitergeht, wenn wir mit der Story durch sind. Ja, dann werden wir noch die ganzen Grundländer im Prinzip erledigen. Bevor wir uns dann an Staffel 2 machen. Das heißt dann die Trockenkuppe und die Silberwüsten-Stories. Das sind dann so die nächsten Abschnitte, die anstehen. Storytechnisch. Und erst dann geht es in Heart of Thorns. Das wird noch eine ganze Weile dauern, aber das ist ganz bewusst so. Denn das hier ist vor allem auch für Spieler, die irgendwie sehr spät ins Spiel gefunden haben und gleich mit anderen Stories angefangen haben, dass sie da einfach die Anfänge nochmal sehen können. Und wir wollen ja auch nicht unbedingt spoilern. Ich weiß noch, wie diese Karten hier aktuell waren, was es hier für Farmtrains gab damals. Oh ja. Die sind aber sehr wenig geworden. Ja, die sind weniger geworden. Oh, hier ist eine Wegmarke. Ja, deswegen laufe ich hier schnell durch, die will ich mitnehmen. Oh, da ist eine Startrampe, das ist geil. Jetzt hast du ja deine Flügelchen. Und tschüss. Hallo? Ich will fliegen, hallo. Oh! Da fluchst du. Geht sogar in die richtige Richtung, Freunde. Hat sich gelohnt. Und die nächste Wegmarke. Aha. Ja, die kann ich natürlich auch noch mitnehmen, Leute. Wintertortengeläut und ich habe Wintertortengeläut. Oh Mann, Alter. Ja, Wintertorten. Oh nein, ich habe ja noch kein unendliches Fliegen. Oh ja. Oh, das hätte auch schief gehen können. Naja, ich meine, es ist ja bald wieder Wintertag. So lange ist ja nicht mehr. Ja, das geht so. Ich war gestern Abend einkaufen und ja, da habe ich das erste Mal wieder Lebkuchen und Christstollen
Schoko-Nikoläuse und so, sie sind wieder da in den Supermärkten. Seit August schon. Also bei uns hier. Okay, das ist auf jeden Fall schon mal die Wintertotengeläutinsel hier, aber wir müssen erstmal jetzt diese Story-Instanz finden. Die muss ja auch irgendwo sein. Also, ich befürchte, wir werden heute wieder nicht mit der 80er-Story fertig, aber ich bin optimistisch, dass es nächste Woche klappen könnte. Und dann ist erstmal einige Folgen Weltentdeckung angesagt. Und ich sag's gern nochmal, jeder von euch kann mitmachen hier, kann miterforschen, mitspielen. Und wie das geht, das steht in der Videobeschreibung, da seht ihr die ganzen Kontaktmöglichkeiten und dann könnt ihr gerne auch mal hier mitlaufen. Wir freuen uns immer über Mitläufer. Und ich kann euch sagen, es ist durchaus auch mal schön, sich die Classic-Sachen, also die wirklich schon älteren Sachen, mittlerweile ja 5 Jahre alt, nochmal anzuschauen, weil das war schon cool. Bloß weg hier. Oh, warum fesseln die denn? Ich muss hier weg. Ich mach die Instanz auf. Los, verzieht euch. Jawohl. Echo der Vergangenheit. Ah, oh, Ladebildschirm. Ah, der war kurz. Ich glaube, das Spiel kann das nicht mehr hören. Ich glaube auch. Oh, mein Headset spinnt. Ja, muss der Kessel ist unterwegs, Kommandeur. Eure Pilotin ist wirklich einsame Klasse. Ich bin sicher, sie wird es schaffen. Wir müssen die Landezone freihalten. Erinnert ihr euch an Baron und Fero? Die Abtei hat sie geschickt, um den Kessel vorzubereiten, sobald er in Position ist. Stimmt. Der Feindwiderstand hängt von unseren beiden Hauptzielen ab. Die Kathedrale und Prinz Nekandesan, dem Anführer der Streitkräfte der Aufgestandenen dort. Was ist los? Er wurde schon mehrfach sexy, gell? Kehrt aber immer wieder zurück und ist stärker als zuvor. Diesmal nicht, Chef. Fero und ich sind startklar. Mal sehen, was der alte Nekim meint, wenn er unseren Großfeuerkessel in die Fresse kriegt. So, dann wollen wir mal. Zum großen Finale der heutigen Folge. Wir spielen mit euch. Ich habe mal einen Nachschub getriggert. Okay. Das ist langweilig. Ja, ja. Noch zu tun. Die müssen ja eh alle weg. Oh, I'm down, weil ich verpeilt habe, mich zu heilen. Danke. Ah, wir müssen hier die Landzunge sichern. Auf Deutsch, alles töten.
töte noch schnell die Hand hier, die hat mir gerade den Hintern gefasst, da stehe ich gar nicht drauf. Weg ist er. So. Die fasst mir nicht mehr in den Hintern. Erledigt. Ja. Wir haben einen Auftrag. Ich gehe nach rechts. In der Mitte. Oh nein, Downset! Hier sind solche zwei Fliegviecher, die setzen mir zu. Was machst du denn da? Ja, das waren so zwei Fliegviecher. Aber jetzt ignorieren sie mich gekonnt, das ist nett. Ja. So. Dann formieren wir uns mal neu. Und jetzt? Das war der letzte. Da rein. Ich markiere den Landeplatz mit drauf. Ein bisschen überladen, ne? Ich weiß es nicht. Oh oh, ich glaube, die wird abgeschossen. Oh nein. Das wird was? Komplexizierter. Ah, ja, ist klar. Wo? Ah, da. Aus der Kathedrale des frischen Grüns kommen die Untoten. Oh! Nice! Sehr nice, meine Fertigkeiten. Ich muss mal kurz meine Beherrschung trainieren. Ja, mit dem Kampf ist ja kein Problem. Ne? Ja, damit er weiter leveln kann. Weißt du, sonst verpuffen doch die ganzen XP. Das ist schon. Ist ja schon erledigt. Gleich haben wir's. Oh, jetzt mach diesen blöden Kessel fertig. Ja, ein bisschen schneller wäre schon gut.
Ich glaube, der hat bei den Pfadfindern nicht ganz aufgepasst. Er kriegt es nicht gezündelt. Mhm. Aber gleich hat er's. Wann kannst du das denn jetzt erkennen? An dem grünen Balken, der jetzt gleich voll ist. Yeah! Und damit geht sie so langsam zu Ende. Unsere Folge von Wir spielen mit euch von heute. Da flecht mir doch einer den Ohrenzopf. Diese alten Flammenlegion-Wichtigtuer waren vielleicht feige Unterdrücker, aber sie wussten, wie man Waffen verzaubert. Allerdings, ein hübsches Lagerfeuer haben wir da. Jetzt müssen wir nur die Asche wegfegen und euer Pilotenmädel finden. Noch nicht. Tut mir leid, aber diese Mission ist noch nicht vorbei. Arda muss warten, bis wir herausgefunden haben, ob Nikandesar tatsächlich tot ist. Bis ihr was? Der alte Neki wurde zu Staub pulverisiert, das könnt ihr mir glauben. Nichts und niemand kann das überlebt haben. Wenn es um jemand anders ginge, würde ich euch zustimmen. Aber Nikandesar ist schon öfter dem sicheren Tod entgangen. Diesmal müssen wir nachsehen. Dann lasst uns aufbrechen. Je länger wir brauchen, desto schlechter stehen Adas Karten. Stellt eine Wache an den Kessel und folgt mir. Oh, das müssen wir natürlich jetzt auch noch machen. So, den müssen wir noch schnell suchen. Aber, da kann ich euch mal ansagen machen. Wenn euch das Video gefallen hat, ne, dann vergesst nicht, einen Daumen hoch da zu lassen. Damit erhöht ihr nämlich die Sichtbarkeit. Ihr dürft natürlich auch gerne kommentieren. Wird hier langsam wieder interessant, welches Land wir denn als nächstes machen sollen. Nach der Flugküste. Also die Flugküste machen wir als nächstes. Das steht jetzt schon mal fest, weil wir da gerade sind. Und danach könnt ihr wieder bestimmen. Alle Classic-Länder bis auf Trockenkuppe und Silberwüste, weil die kamen auch später und die machen wir noch intensiv beim nächsten Story-Abschnitt. Aber alle anderen könnt ihr natürlich voten. Und wenn ihr uns noch nicht abonniert habt, dann abonniert uns einfach, dann verpasst ihr nämlich keines mehr unserer Videos. Zumindest, wenn ihr die kleine Glocke neben dem Abonnieren-Button drückt. Und wenn ihr selbst noch mitspielen wollt, dann schaut in die Videobeschreibung, da steht, wie das geht. Wir freuen uns immer, wenn noch ein paar Leute mitlaufen. Und wenn ihr uns unterstützen wollt, auch die Links sind alle in der Videobeschreibung. Wenn ihr zum Beispiel das kommende Add-on Path of Fire noch nicht habt, dann schaut in die Videobeschreibung. Da gibt es einen Link, wo ihr das Spiel ganz komplett legit bekommt. Nämlich direkt bei Anet. Und uns damit noch ein bisschen unterstützt. Ja, also. So, wo müssen wir jetzt eigentlich hier hin? Erstmal raus aus dem Team. Er erkundet das geheime Untergeschoss. Ja, wo ist denn hier ein Untergeschoss? Da unten. Hier unten. Ach, guck mal. Nee, oder? Ah, doch, hier geht's rein. Da oben. Aha. Guck mal, da sind untote Robin Hoods. Oder die vier Musketiere. Ein nettes Feuerwerk habt ihr veranstaltet, um vielen von euch den Kessel gegen uns einzusetzen. Aber vergebens. Ihr seid stark begegnet. Ich bin Prinz Nikandesar, der große Blender. Zeitschleife liegt. Ach ja, das war schon. Endlich. Nikandesar ist erledigt und die Kathedrale gehört uns.
Ein großer Sieg. Wir haben die auferstandenen Kriegsmaschinen lahmgelegt. Zum ersten Mal ist Saitans Armee in der Defensive. Ausgezeichnete Arbeit, Kommandeur. Und auch von euch, Kriegsmeister. Aber ich werde erst feiern, wenn wir unsere Pilotin gefunden haben. Natürlich. Wir decken mehr Fläche ab, wenn wir uns aufteilen. Meine Truppen und ich werden euch helfen, das gesamte Schlachtfeld zu durchkämmen. Verliert die Hoffnung nicht. Ich kenne Kyreshrei noch nicht lange, aber sie scheint zäh zu sein. Wenn jemand einen solchen Absturz überlebt, dann sie. Wir werden sehen. Och, ist das auch noch hier drin, oder was? Nee, ne? Das ist im nächsten Abschnitt. Und ob wir die Pilotin finden, das seht ihr in der nächsten Folge. Im Abspann könnt ihr jetzt auf die linke Seite des Bildschirms klicken. Da bekommt ihr Tipps aus dem Kanal. Wenn ihr auf die rechte Seite des Bildschirms klickt, dann könnt ihr euch nochmal alle Folgen von Wir spielen mit euch anschauen. Sind ja mittlerweile bald 50. Und wenn ihr in die Mitte klickt, da könnt ihr uns abonnieren. Und damit sage ich Tschüss und bis nächste Woche.